Always two there are. No more, no less. A master and an apprentice. Hallihallo, liebe Community, ich grüße euch. Hier ist euer Darth Bane. Willkommen bei der zweiten Episode von Meister und Schüler. Ich habe mir mal eure Vorschläge zu Herzen genommen und wie versprochen hier eine Liste mit einem U-Wing. Hier Heftobber, was klingt nach einem Hobbit, ist in Wirklichkeit das Rebellen-Äquivalent zum sogenannten Bumpmaster, also ein Schiff, was gerne fliegt und Leute blockieren möchte. Außerdem habe ich Ninump, der solostanische Stressgeber in meinem Bild hier, und Snap Wexley, gespielt von Greg Gunberg in Episode 7. Greg Gunberg alias Ne Wexley ist mein kleiner Flanker und mit 34 Punkten und seiner schönen Fähigkeit soll er außerdem mein Late-Game-Ass sein, wie das ein Regenerator nun mal so ist. Der gute Huka spielt die Liste von seinem Namensvettern aus Polen. Anscheinend spricht man Lukasz auf Polnisch Hukasz aus, wieder was gelernt. Und er spielt die sogenannte Athos, Porthos und Aramis-Liste, aka die drei Musketiere. Wir sehen eine imperiale Dreischiff-Elite-Liste. Mit dieser Liste ist Hukasz aus Polen, der Namensvetter von Hukasz aus Deutschland, bis ins Finale der Lofl Open geflogen und hat dort nur ganz knapp gegen seinen ebenfalls aus Polen stämmigen Landsmann verloren. Und das ist eine ziemlich krasse Liste. Er hat Quickdraw dabei als Damage-Dealer, Karnor Jax für den Kontrolleffekt und Tomax Brennen. Wir hatten bei der Aufnahme ein paar technische Probleme, wir bitten die zu entschuldigen. Ich bin jetzt etwas hastig am Sprechen, weil wir jetzt gleich mitten ins Gefecht springen werden. Ich werde im Verlauf nochmal was zu den einzelnen Upgrades und Squad-Komponenten sagen. So, ich fliege hier 4 nach vorne und möchte boosten und das Ziel ist, dass ich meinen Snapshot einsetze und hoffentlich auch ein paar Arcs entkomme, je nachdem wie schneller fliegt. Und wie ihr jetzt im nächsten Schnitt sehen werdet, zack! Hat das nicht ganz so geklappt. Immerhin habe ich Karnor Jax gestresst, sodass der jetzt keine Modifikation hat. Und die Kampfphase beginnt für das Imperium mit einem Reichweite-Einschuss durch Karnor auf Ninump. Der hat übrigens keinen Stress, weil er seine Fähigkeit eingesetzt hat. Die ist ziemlich nützlich dafür. Und hier kommt, ja, 3 Hits, ein Crit, alle Schilde weg. Als kritischer Treffer bekomme ich ein Schubregelband. Das ist relativ ungefährlich, weil durch die Fähigkeit von Ninum kann ich den Stress direkt wieder ablegen. Mit nur 2 HP in Reichweite 1 zu 2 anderen Schiffen zu sein, ist ja jedoch die andere Kiste. Ich glaube nicht, dass der gute Ninum das hier überleben wird. Aber so sind die Imperialen. Sie machen erst Jagd auf arme Außerirdische. Ja, Quickdraw legt los und gibt auch direkt seine Zielerfassung aus. Und mein Versuch auszuweichen, klappt das nicht so ganz. First Blood. Ich habe einen Integrated Astromech 2, ich hätte R3, A2 rausklinken können, aber bei dem Schaden, der da reinkommt, hätte mir das auch nichts gebracht. Immerhin weicht der U-Wing ganz gut aus. Dank dem Titel hat er ja 2 Verteidigungswürfel, was ziemlich nützlich ist. Ist generell eh ein schönes Schiff. Und ja, hier kommt der Schuss von Snap. Wenig Rache, Zielerfassung. Das sieht gut aus. Aber die TIEs sind heute besonders ausweichfreundlich. Hier kommt Triple Evade. Ja, erste Phase ist sehr bescheiden für mich gelaufen. Mein Plan mit dem guten Ninum vorzupreschen und Stress zu verteilen hat nicht so ganz geklappt. Obwohl ich die Kombination Snapshot R3, R2 auf Ninum irgendwie witzig finde, das ging nicht so gut auf. Ich denke mal, vielleicht sollte man lieber mit Pushwille mitspielen. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. So, Heft fliegt 1 nach vorne. Jetzt soll ein bisschen geblockt werden. Meine Aktionen sind natürlich wegen Karnor beschränkt. Ich werde jetzt trotzdem Fokus nehmen, man weiß ja nie, wie der Karnor fliegt, aber ich denke nicht, dass ich ihn einsetzen werden kann. Weil Karnor Jax klaut euch Tokens. Ist in meinen Augen auch eigentlich mit eins der Schiffe, die im aktuellen Meta sehr gut sind, was ja auch der gute Hukasz da rausgefunden hat. Die Taktik ist ja, er fliegt mit Karnor vor. Denied, also verhindert, dass jedwege Tokens eingesetzt werden können und dadurch können sowohl Quickdraw als auch Tomax Brennen im Angriff eine Menge Schaden machen. Was eine ziemlich coole Taktik ist.
Und soweit ich es mitbekommen habe, hat der gute Hukasz aus Polen auch fast jedes Spiel entweder innerhalb von 30 Minuten gewonnen oder verloren. Ich weiß nicht, ob er auch einzelne Spiele verloren hat oder ob er ungeschlagen gewesen ist. Ich meine, ein, zwei hat er verloren. Ist auf jeden Fall bis ins Finale dann ungeschlagen gewesen am nächsten Tag in Kat. So, Tomax Brenn macht hier noch eine Fassrolle. Und jetzt ist mal Snap dran. Snap hat eine schöne Fähigkeit, wenn ich Manöver fliege mit 2, 3 oder Geschwindigkeit 4, kriege ich als freie Aktion einen Boost. Was in meinen Augen, er ist ein bisschen konzipiert als Late-Game-Schiff. Er hat jetzt Regeneration von mir bekommen. Und so hier Zielerfassung auf Kanor. Zielerfassung ist übrigens auch eine sehr legitime Antwort auf Kanor Jax, weil die kann er euch nicht klauen. So, Rate 2 für Quickdraw. Und auf Snap zurückzusprechen kommen, es ist ein sehr, sehr schönes Late-Game-Schiff. Also auch mit seiner Fähigkeit. Ich habe mir auf PS8 geboostet und Black One drauf getan, damit ich, wenn ich mal Zielerfassung habe, sie nochmal canceln kann. Die Idee ist, dass Snap so ein Äquivalent zu Omega Lila ist und wenn es mal zu einem Late Game zwischen Snap und Omega Lila kommt, denke ich, habe ich da ganz gute Karten. Vor allem, weil er auch viele Punkte kostet und gar nicht kämpfen muss, sondern wegboosten könnte. So, Kanor Jax steht in der Todeszone. Zielerfassung sowohl vom U-Wing, von Heth, als auch von Snap liegen auf ihm. Fassrolle wird ihn da nicht rausbringen. Aber was ArcDodger nochmal so gerne machen, sie dodgen Arcs. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die wie aussehen könnte. Richtig, ein Boost. Kanor Jax rettet sich um Millimeter. Beziehungsweise wir gucken jetzt. Kommt es auf jeden Millimeter an, aber er rettet sich gekonnt aus den Arcs. Deswegen kann in dieser Runde nur Quickdraw schießen mit drei Würfeln nach hinten. Das sollte Snap wahrscheinlich nicht gefallen. Und mal schauen, ob Quickdraw Schaden macht. Zielerfassung gibt er direkt aus. Aber ich weiche ganz gut aus. Ja, wie gesagt, die Dicecam sind wir noch so ein bisschen mit am Proben. Einige Sachen haben jetzt noch nicht so gut funktioniert, wie sie sollten. Und deswegen fehlt leider auch ein kleines bisschen ein Stück vom Bild. Wir hoffen beim nächsten Mal, das ein bisschen besser machen zu können. Schreibt es auch in die Comments, wie euch das gefällt, ob das ein netter Bonus ist oder ob ihr sagt, ihr braucht sowas nicht. Wird uns sehr interessieren. Ebenfalls im Einsatz bei mir übrigens. Ich habe jetzt die Tage bei Melbell ein paar Sachen bestellt. Ich wollte so ein paar Sachen mal wieder pimpen. Und habe ein paar Glastokens mitbekommen. Und die dachte ich mir, setze ich doch direkt mal ein. Und wie man auch sehen kann, sind sie sehr, ja, transparent. Man sieht sie sehr schön. Und deswegen werde ich die für die Videos, die wir machen, denke ich, auch weiterhin einsetzen. So, mein guter U-Wing Bumpty kontrolliert. Also, ich bin natürlich jetzt nicht hinten. Ich habe noch keinen einzigen Schaden gemacht. Ich habe ein Drittel meines Squads verloren. Und ich muss jetzt ein bisschen aggressiver spielen. Und mein Ziel ist eigentlich, dass ich Quickdraw so schnell wie möglich wegnehmen muss. Also, ich habe ja, wie ihr vielleicht auch in den Videos gesehen habt, relativ viele Erfahrungen schon mit Quickdraw gemacht und weiß, das ist eigentlich einer der Hauptdamage-Dealer und man sollte ihn möglichst schnell abschießen. So, hier booste ich mit dem guten Snap. Zielerfassung geht weg. Fokus. Jetzt ist Quickdraw oder Kanor dran. Kanor hat ja auch PS9. Also ich kann auch nur sagen, es ist eine sehr schöne Liste, die der Hukasz aus Polen hier gebaut hat und dieser Namensvetter jetzt hier auch gerne spielt. Macht Spaß. Ist interessant. Leicht ist er längst auch nicht zu fliegen. Hat man ja auch gesehen. Letztlich basiert diese Liste auf einer Taktik und das ist ein ziemlich harter Alpha Strike. Wobei er dafür natürlich auch die Komponenten hat mit sowohl Quickdraw als auch Tomax Brenn. Wahrscheinlich der einzige Bomber, beziehungsweise neben vielleicht Todesfeuer, der kompetitiv gespielt werden kann. Jetzt die anderen mal nicht, da muss man halt auch mal gucken, was da geht mit den No-Name-Bombern. So, hier überrascht er mich ganz gut mit einer harten 1. Ich werde jetzt hier einen schönen Reichweite-Einschuss bekommen. Und ich werde nur mit dem U-Wing schießen können. Es tut natürlich Snap jetzt natürlich weh. Er wird seinen Fokus-Token nicht ausgeben können. Vier Würfel, Reichweite 1 mit Fokus-Token. Das könnte jetzt schon ziemlich böse werden. Und Snap sollte als Regenerator auf jeden Fall überleben. Also Rebel Generators sind ziemlich gute Schiffe im Late Game. Sie kosten je nachdem relativ viele Punkte. Und sie müssen halt auch nicht kämpfen. Und deswegen ist Snap für mich auch ein ideales Late Game Schiff.
Soll ich jetzt? So, hier wird aber gekonnt aufgerufen. Dann schießt mein Juwing in Reichweite 2 auf Quickdraw. So, mein Juwing schießt auf Quickdraw. Allerdings weicht dieser verfluchte Teil aus. Normalerweise sollte ein Special Forces Teil nicht so viel ausweichen, aber der hier war in, als Vertreter der normalen Teilgattung auf jeden Fall bestrebt, sehr oft auszuweichen. So, nächste Runde. Jetzt, wir sehen, ich werde noch aggressiver spielen und möchte der Rolle des U-Wings als Blocker gerecht werden. Fokussiere, ich habe die Zielerfassung auf Quickdraw umgelegt und hoffe, dass ich einen ganz guten Schuss auf Quickdraw kriege. Meine Idee ist, entweder fliegt er jetzt ein hartes Manöver oder einen Loop. Mit einem Loop komme ich in eine gute Schussposition. Wenn er ein hartes Manöver fliegt, wird das wahrscheinlich eine harte 2 sein. Da wird er endlich bumpen und ich werde ihm unter Umständen mit meinem Kurzstreckenlaser Schaden geben können. Ich habe natürlich auch Sepp drauf, aber solange das gegnerische Schiff nicht in meinem Feuerwinkel ist, muss ich eigentlich keine Gefahr sehen, beschossen zu werden. So, Snap fliegt einen nach vorne, lädt ein Schild auf. Hier ist die Idee, dass ich hoffe, dass der Interceptor an mir vorbeifliegt. Tatsächlich dreht der Interceptor sogar ab. Da hatte Wukasch anscheinend großen Respekt vor dem Trümmerfeld. Booster nochmal. Wird jetzt in dieser Runde, er hat ja kein Push-Limit, nicht mehr schießen können. Und siehe da, Quickdraw, wie erwartet, fliegt die harte 2, bleibt hängen und verliert sein erstes Schild. Seine Fähigkeit könnte er zünden, hat aber kein Ziel. Schade drum. Wir können in dieser Runde eigentlich nur U-Wing und Tomak schießen. Dank der Fähigkeit von Heftober, immer wenn jemand in euch reinrast, kriege ich eine freie Aktion. Und die nutze ich hier auch dafür, um die Zielerfassung von Quickdraw auf Tomax umzulesen, um quasi mit 4 Würfeln bestmögliche Angriffswürfel zu haben. So, Zielerfassung brauche ich auch. Und gebe meinen Fokus aus. 4 Treffer, der saß. Ein Ausweichen, da verliert der Bomber die Hälfte seiner Hitpoints. Und wie ihr seht, arbeiten die Rebellen fleißig an ihrem Comeback. So, jetzt die Frage, wie geht's weiter? Ich entschließe mich jetzt hierfür, einfach mal stehen zu bleiben, zu hoffen, dass weiteres Bumping passiert. Ist ein Risiko, weil je nachdem der Abfangjäger in mich rein bumpt. Aber ich habe allerdings Hera. Mein Ziel ist, dass ich hoffe, dass mein Gegner vergisst, dass ich Hera habe und dadurch nochmal in mich bumpt. So ein doppelt gemoppeltes Bumpen quasi. Und die andere Idee ist halt auch, dass Snap jetzt ankommt und Hukasch sich anscheinend jetzt erstmal auf den U-Wing konzentrieren möchte und Snap deswegen vielleicht noch was reißen kann. So, harte 3. Ich könnte jetzt auch Schilde aufladen, aber das bringt mir jetzt an der Stelle nichts. Ich muss Schaden machen. Deswegen freie Aktion Boost und Fokus. So, der Interceptor kommt in eine sehr, sehr schöne Angriffsposition. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass Hukasch ein bisschen gieriger fliegt, aber es war jetzt ganz gut von ihm geflogen, dass er da erstmal langsam fliegt und auch der gute. Hier rechnet er anscheinend beim Stehenbleiben-Manöver, weil er hier auch den Loop eben fliegt. Genau, ich guckte nochmal, ob er mit einer harten 3 rumgekommen wäre. Wäre natürlich. Ist manchmal nicht so ganz offensichtlich, je nach der Situation. So, die Kampfphase geht los. Hukas schießt sich auf den guten Hef ein. Die Defensive ist allerdings sehr stabil gerade. Quickdraw. Sich den nächsten Schuss. Und auch hier ist die Verteidigung sehr solide. Insgesamt nur 2 Schilde verloren. Das ist schon mal ziemlich gut. So, Tomax gönnt sich auch einen Schuss auf Snap. Aber zum Glück ist das zweite Evade mit mir und auch mit Crackshot kann er keinen Schaden machen. Ja, ich schieße auf ihn zurück. Hit Crit. Sehr solide. Ein Ausweichen. Hit Crit. Er kriegt einen Waffenausfall rein. Ist jetzt nicht so wild auf dem Bomber natürlich, ne? Weil er jetzt aktuell ohnehin keine Ziele für seine Raketen hat. Und hier entscheide ich mich, ich muss jetzt Schaden machen, also gönne ich mir trotzdem einen Schuss auf Quickdraw. Und mache ziemlich gut Schaden. Lukas weicht wieder ziemlich gut aus. Wieder 2 Evades, einen hat man nicht gesehen, verliert nur ein Schild. Und im Gegenzug ist Quickdraws Ability hier etwas daneben und Heftober übersteht unbeschadet diesen Beschuss. Das war jetzt eine der typischen glücklichen Situationen. So, ich bleibe nochmal wieder stehen. Hoffe, dass jetzt der gute Quickdraw wieder in mich bammt. Oder hoffentlich auch Kano an mich bammt. Ich jetzt hoffe, dass dieser Bluff aufgeht. Und ich behalte übrigens auch die ganze Zeit die offenen Flügel, weil das Drehen
mir aktuell nichts bringt und ich möchte maximale Verteidigung haben. Ich denke, vielleicht mache ich auch nochmal ein anderes Video, wo man auch mal die anderen Bewegungsfähigkeiten des Yuengs sieht, weil die kommen jetzt in diesem Matchup natürlich wenig zur Geltung. Das ist natürlich ein spannendes Gefecht, das wir uns hier liefern. 3 gegen 3. Das alte Derby, der Klassiker Rebellen gegen Imperium. Beide mit neuem Spielzeug dabei, mit altem Spielzeug. Und T-70 X-Wings, muss ich sagen, machen echt Spaß zu fliegen. Also, ich habe jetzt noch nicht so oft T-70s geflogen, muss ich zugeben, aber der macht echt Spaß. So, als Aktion, Tomax kümmert sich um seinen Waffenausfall, ist erfolgreich. Ich bumpe leider in den guten Tomax, kriege immer ein Schild wieder. Was ich glaube, ich vergessen habe einzutragen, aber es passiert. Harte 1 von Kanor. Man merkt, Huka spielt gerne harte 1er mit seinen Abfangjägern. Ist nicht so gut. Vielleicht hat er auch einfach gedacht, dass ich stehen bleibe und mein Bluff ging nicht auf. Und ja, hier geht er allerdings auf. 3 nach vorne mit dem guten Quick-Draw. Allerdings triggert jetzt mein Kurzstreckenlaser. Und ja, ich klaue ihm tatsächlich ein Schild. Dank Sepp darf er jetzt auf mich schießen. Und diesmal ist der Angriff deutlich stärker. Die Verteidigung ist auch wieder im Schnitt gut. Trotzdem bleiben Heft nur noch 3 Hitpoints. Er hat nicht, er hat nur, also im Anstrich nur 8 Hitpoints, der U-Wing. Ein vergleichbares Lambda-Shuttle hat ein bisschen mehr Hitpoints. Und hier schießt nochmal Kanor in Reichweite 1. Und leider war ich nicht raus. Und Hef geht drauf. Lustigerweise darf jetzt Quickdraw, das war ja vorhin, der erste Schuss war ja in der Bewegungsphase so gesehen noch, in der Aktivierungsphase. Jetzt darf Quickdraw nochmal so auf den guten Snap schießen. Aber hier bleiben die Würfel, Gott sei Dank, relativ kalt. Allerdings, er kann natürlich jetzt trotzdem die Zielerfassung umlegen. So, dafür gibt es die Rache des X-Wings. Snap ist jetzt alleine. Die Folge heißt ja nicht umsonst Rebels Bravery. Die Tapferkeit des Rebellen. Des Rebellentapferkeit. Whatever. Ja. Snap Wexley in diesem Status. 0 Punkte auf Rebellenseite. 65 Punkte Imperium abgeschossen. Wird der gute T-70 durchhalten? Finden wir es heraus. So. Tomax. 5 AK-Turn. Hier schließe ich mich einfach 2 nach vorne zu fliegen. Bin wieder auf voller Schildzahl. Leg die Zielerfassung um auf Quickdraw. Bin jetzt extra nicht geboostet, weil ich einfach mal hoffe, dass er mich gebumpt wird. Tatsächlich bumpt Kanor nicht, hat aber von seinem Winkel aus keine Möglichkeit, auf Snap zu schießen. Deswegen bringt er sich für die nächste Runde mit einer Fassrolle in eine bessere Position. Und Quickdraw entscheidet sich für eine sanfte 1. Steht jetzt in der Danger Zone von Snap. Da möchte er eigentlich nicht stehen, deswegen entscheidet er sich zu rollen. Wird dadurch nicht schießen können, aber halb so wild. Es gibt hier einen Verlegenheitsschuss von Tomax, aber der. Nächste Runde. So, Hukasch muss den Druck jetzt weiter ausführen. Er ist gerade ziemlich am Gewinnen, aber zwei seiner Schiffe sind natürlich schon schwer beschädigt. Und er muss aufpassen, dass er sein Feuer fokussiert. Weil, wenn es mir jetzt gelingen sollte, sowohl Tomax abzuschießen als auch Quickdraw, wäre es ein 1 gegen 1 zwischen Snap und Kanor. Und das ist gefährlich, weil Snap ist ein Late Gamers. Kanor ist ziemlich gefährlich, aber in diesem Setup nur 31 Punkte wert. Und das Problem des Abfanggegners ist sein Damage Output, das eben nicht konstant ist. Wenn er im Verbund mit anderen Schiffen agiert, ist er super. Wenn er alleine agiert, hat er Probleme im Late Game. Das hat man in anderen Situationen auch schon gesehen. So, Zielerfassung wird ausgegeben. Snap weicht aber ganz gut aus. Das war jetzt der Schuss von Quickdraw. Mit zwei Würfeln nach hinten. Jetzt schießt Kanor. Entscheidet sich seinen Fokus nicht auszugeben. Ich weiche mit Snap ganz gut aus. Jetzt schieße ich ja Quickdraw zurück. Zielerfassung wird ausgegeben. Hittet Crit. Ein Evade. Da ist der gute Quicktor. Ist das der Turning Point?
Wird es Snap gelingen, dem Imperium nochmal zu zeigen, wo der Hammer hängt? Finden wir es heraus. So, Zielerfassung. Anscheinend möchte der gute Hooker jetzt ein paar Raketen loswerden. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich mit dem Boost nochmal die Zielerfassung weglegen kann, aber leider Gottes ist nicht mehr genug Platz, deswegen entscheide ich mich einfach nur eine normale Zielerfassung zu machen und hoffe, dass das jetzt Reichweite 1 ist, was es aber nicht sein wird. Dafür bumpt Kano in mich, wäre der Katon, denke ich, besser gewesen. Letztens Tomax, wie auch Snap, die Schüsse austauschen. Und das wird der letzte Schuss des Bombers sein, deswegen wird nochmal alles gegeben. Das Zielerfassungssystem wählt die Erschütterungsrakete raus und Feuer frei. Zack! Der saß natürlich nochmal ordentlich. Zwei Crits. Die Verteidigung nicht so solide, alle Schilde weg. Ich krieg einen Crit rein. Major Explosion. Aber zum Glück ist diese Explosion nicht so ganz so Major, sondern relativ harmlos. Ich schieße zurück. Zielerfassung wird ausgegeben. Trotz zwei Evades, das waren insgesamt drei Treffer, ist der Bomber weg. Snap Wexley hat sich soeben seinen zweiten Orden verdient, Leute. Ja, und jetzt haben wir eine typische Late-Game-Situation. Jetzt in den nächsten Runden muss der gute Hooker extrem Druck machen. Er hat jetzt den Vorteil noch, dass ich keine Schilde habe. Ich habe nur noch zwei Hitpoints. Er muss jetzt in dieser Runde Schaden machen. Wenn er mir jetzt zu viel Zeit lässt, schaffe ich es, die Schilde wieder aufzuregenerieren und dann wird er nämlich nicht mehr kriegen können. Aber auf der anderen Seite seht ihr jetzt das, was ich vorhin überlegt habe, weswegen ich mich auch für Snap Wexley entschieden habe. Er ist ein tolles Late-Game-Ass. Er kriegt als freie Aktion einen Boost, auch bei einer Zweierbewegung. Zwei und drei nach vorne beim T-70 sind grün. Das heißt, ich kann da ganz bequem Schilde aufladen, kann auch als freie Aktion boosten und kann mir für die Defensive einen Fokus gönnen. Das ist jetzt so eine klassische Chase-Situation, die Verfolgungssituation. Das Late-Game, wie man es kennt und liebt. In dem Fall so ein regenerierendes Rebellenschiff, man spricht da vom Rebel Regenerator aus dem Englischen, sind Schiffe, die sehr schwer zu knacken sind. Und das ist eine Situation, in der man jetzt in imperialer Sicht eigentlich nicht sein möchte, weil es extrem schwierig ist. Man muss genug Schaden durchbringen, muss ja im Schnitt, sage ich mal, zwei Schaden machen, um überhaupt generell Schaden durchzubringen, der nicht wieder regeneriert wird. Hier wird es nochmal verschlimmert durch den Bild, den ich hier fliege mit Snap. Und klar, jetzt würden einige sagen, es ist doch feige, jetzt abzuhauen, aber ich würde nicht sagen, dass es feige ist, wegzufliegen. Ich meine, man hat mehr Punkte, die Mission ist, sage ich mal, geschafft. Wahrscheinlich war es die Mission der Rebellen, jetzt hier einfach nur den Bomber abzuschießen und Quick-Draw. Und jetzt warten wir darauf, dass die Koordinaten für den Hypercomputer kommen und wir in den Hyperraum springen können, um uns zu, ja, um zu verschwinden. Ist das feige? Ich weiß nicht, eigentlich nicht. Eigentlich ist es ziemlich intelligent. Fight another day. Und da muss man eben rechnen. Das ist halt drei Punkte mehr. Früher, nach alten Regeln, wäre das interessanterweise ein sogenannter Minor Victory nicht. Verdammt nochmal, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also früher hat man halt nur drei Punkte bekommen in einem Turnierspiel, wenn man also musste mindestens 12 Punkte mehr haben als der Gegner. Marginal Victory, wieso komme ich jetzt auf das Wort nicht? Nach alten Regeln. So, hier bumpt er mich rein. Ich habe schon häufiger solche Chase-Situationen in Turnieren erlebt, wie wir sie jetzt hier erleben. Interessanterweise, der sicherste Ort für den T-70 ist jetzt möglichst nah an Kano ranzufliegen und zu hoffen, dass er bumpt. Und ihr seht ja, ich habe die Schilde voll. Es wird eigentlich jetzt immer schwieriger. Und es waren jetzt, glaube ich, noch so 10 oder 16 Minuten zu spielen. Und eigentlich hätte ich jetzt gerne das Benny Hill Team hier gespielt, aber Copyright-Issues standen denen im Wege und dem von da müsst ihr euch jetzt mit meiner Stimme begnügen. Ich weiß nicht, also habt ihr schon mal so ein Late-Game erlebt? Könnt ihr mir auch gerne in die Comments schreiben, wie ihr euch dabei gefühlt habt, sowohl als Sicht des Jagenden als auch des Verfolgenden. Ich denke, der Druck auf beiden Seiten ist stark. Ein krasser Wurf kann das nochmal rumdrehen, das Ruder. Und Kano Jax kann Schaden machen, auf jeden Fall. Es ist ein Abfangjäger. Ich betone jetzt hier die Dice-Kamera, weil jetzt sehr viele Schüsse teilweise kommen, habe ich jetzt gesagt. Die fliege ich jetzt nicht jedes Mal ein. Also ihr seht dann die Veränderung, Schlossveränderung direkt im Overlay.
Also aus Sicht von Snap, jetzt mal groß schießen, es lohnt sich nicht. Also Kanon mit viel Hülle abzuschießen ist schwierig. Aber wie ich das jetzt hier mache, einfach dieses aggressive Boosten, wie ihr jetzt seht, da kommt der nächste Bump und das ist die Situation, die man haben möchte. Ich spiele jetzt hier relativ schnell. Im Turnier ist es aber durchaus legitim, berühmte Zeitspiel im Fußball, würde manche jetzt auch wieder sagen, ist es durchaus legitim, sich zu also durchaus ein bisschen mehr Zeit bei der Wahl seiner Manöver zu lassen. Der Gegner wird natürlich Druck machen, aber man sollte sich aus Sicht des Verfolgten keine Hektik machen, weil man, warum auch? Klar, der andere will gewinnen, aber man selber möchte natürlich ein Turnierspiel auch gewinnen, hat sein Schiff bis dahin gebracht und man sollte keine übereilten Aktionen machen. Man sollte trotzdem nicht irgendwie 5 Minuten für einen Dive brauchen, das ist abwegig, aber so eine halbe Minute bis Minute sollte man durchaus auch geben können. Man muss nicht immer hastig sein Dive legen. Ich persönlich mache das jetzt hier, das ist unser Fun-Spiel hier im Channel und der Master ist da eigentlich sehr sportsfreundlich zu seinem Apprentice, zu seinem Schüler. Auf der anderen Seite, wie gesagt, auch im Turnierspiel, es ist eigentlich von der Etikette her, wenn man jetzt nicht gerade, wie gesagt, ultra lange braucht, ist es absolut legitimer, dass man auch ein bisschen Zeit zum Nachdenken braucht. Da ist es auch sehr nicht gerade sehr sportlich, wenn man da quasi hetzt. So, hier habe ich doch nochmal die Kamera eingeblendet, weil hier habe ich gesagt, okay, gönne ich ihm nochmal einen Schuss, mal gucken, was er macht. Aber hier der T70-Snap ist heute besonders ausweichfreundlich. Die Hand hat den Steuerknüppel umfasst. Und, okay, so einen nach vorne. Hier hoffe ich auf den Bump. Hukasch bleibt aber vorsichtig, fliegt 2 nach vorne. Und hier begeht er jetzt einen kleinen Fehler. In meinen Augen hätte er jetzt einfach stehen bleiben sollen und Fokus und drauf da. Und er macht aber eine Fassrolle und das bringt ihm nichts, weil er ist derjenige, der jetzt was bringen muss. Er ist derjenige, der Schaden machen muss. Er muss nicht ausweichen. Es bringt ihm nichts, noch am Leben zu bleiben, weil er hinten liegt. Außer man spielt jetzt ein Turnier, es geht um Einzug in den Cut, Margin of Victory, bla bla bla. Aber wenn er das Spiel gewinnen will, muss er mehr Druck machen. So, hier geht's weiter. Ich muss sagen, Snapwechsel hat mir eine Menge Spaß gemacht. Also ist ein toller Pilot auch, kann ich jedem empfehlen. Wie gesagt, mit PS auf PS8 habe ich ihn gebracht, mit Veteraninstinkte, R2-D2 ist mitgeflogen. Integrierte Astromech ist auch noch drin gewesen, falls es hätte notwendig werden sollen. Und last but not least, der Black One-Titel, die schwarze 1. Die ist erlaubt, Target Lock abzulegen. Den habe ich extra reingepackt, falls ich mich mal auf einen Omega Leader treffe. Macht in meinen Augen mit Snap eben auch Sinn, weil er oft als freie Aktion boostet und da quasi doppelt von profitieren kann. So, hier nochmal. Und Hukasch ist sich nicht so sicher, ob er jetzt sehr aggressiv fliegen soll, ob er eher langsam fliegen soll. Und die Uhr spielt sich halt langsam runter. Und rein mathematisch wird es extrem schwer. Also da jetzt noch einen Abschuss zu erzielen. So, hier mache ich auch nochmal eine schöne Talonrolle, weil ich auch nochmal schießen möchte zum Spaß. Er entscheidet sich für den Dreier-Loop. Jetzt können wir uns beide nochmal einen Schuss. Und das ist übrigens die letzte Runde und mathematisch gesehen müsste er jetzt mehrere Crits hinlegen. Selbst mit 3 Crits kann er mich nicht mehr abschießen, das ist nicht mehr möglich. Und ich könnte ihn jetzt noch abschießen, aber auch das bringt mir eigentlich nichts. Also von da ab reichen wir uns die Hand und die Rebellen gewinnen mit 4 Punkten Unterschied. Rebels Bravery, Episode 2. Das war mal ein Match. Ja, also hat, denke ich, ganz gut gesehen, wie stark die Liste von dem Hukasch aus Polen ist. Im Alpha Strike unglaublich stark. Hat mir direkt den guten Nien weggeräumt. Wobei ich mit dem auch sehr aggressiv geflogen bin. Wobei das eben auch die Grundidee meines Squads war, ist, da etwas aggressiver zu fliegen. Mit Snapshot konnte man jetzt nicht so sehen, deswegen würde ich ihn unter Umständen nochmal spielen mit Push for Limit, weil, oder Rage sogar, seine Fähigkeit ist ziemlich nützlich. Vor allem, man kann auch mal einen Turn fliegen oder eine Talonrolle, solange man in Reichweite 1 zum Gegner steht, verliert man den Stress wieder und kann immer noch eine Aktion machen. Und das macht ihn in meinen Augen ziemlich witzig zu fliegen. Ja, der U-Wing hat man, denke ich, ein bisschen grob gesehen, was er so kann. Das Drehen ist jetzt in diesem Spiel nicht so aufgegangen, da werde ich nochmal, denke ich, mal ein Video zu machen, wo ich so einen, eher einen U-Wing-Fliege, der vielleicht auch mal ein bisschen häufiger sich dreht. Vielleicht mit Cassian was machen, mal gucken. Heftobber, schöne Fähigkeit. Da als Blocker einfach ideal, nochmal eine freie Aktion zu kriegen, vor allem mit Sepp. Dann fliegt ein Schiff in ein, man hat vielleicht vorher einen Fokus genommen, macht dann noch eine Zielerfassung, kann dann maximaler Modifikationen draufschießen. Insgesamt für 30 Punkte, wieso nicht? Snapwechsley, mein mittleres Schiff, 34 Punkte. Late Game Ass hat 2 Abschüsse gemacht, hat einen Orden verdient, hat hier den Sieg davon getragen.
Knappes Ding gewesen in jedem Fall. Ja, das so viel zu diesem Match. Schreibt in die Comments, wie es euch gefallen hat, wie ihr generell unser neues Ziel findet. Wenn ihr weitere Wünsche habt zu Squads, haut sie raus, Leute. Wir nehmen eure Wünsche gerne an. Sowohl der gute Huka stimmt Wünsche an, als auch ich. Diese Liste ist jetzt hier auf Wunsch von zwei Usern entstanden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr gesehen habt. Bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein. Euer Darth Bane.